Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Heute habe ich euch eine kreative Idee mitgebracht aus dem Hauptkatalog und da haben wir ja diese schöne Stanzbox, exquisite Etiketten heißt die. Wir haben ja im Herbst-Winter-Katalog eine ähnliche Box mit anderen Etiketten und Inhalt, ich mache es mal auf. Das ging ein bisschen schwer. Inhalt dieser Box sind jeweils eine Stanze, ein kleines Stempelset, ein Stempelblock, der nicht so schön ist wie unsere Stempelblöcke von der Haptik her, aber für den Anfang völlig reicht. Und zwei Stempelkissen, in diesem Fall sind es Marineblau und Grapefruit. Und in der Winterbox sind zwei andere Farben. Und natürlich, das Herzstück ist ja diese Stanze, die hier so schön ist. Die gibt es einzeln nicht, das ist diese Etikettstanze. Und passend dazu auch ein kleines Stempelset für diese Etiketten. Und damit habe ich euch heute eine Idee mitgebracht, weil die Etiketten sind ja schon recht klein, aber dass man sie wirklich so arrangieren kann auf einer Karte, dass sie auch wirken, dazu habe ich mal diese Idee entwickelt und damit starten wir jetzt gleich. Ich habe hier mein Materialpaket. Ich musste gerade nochmal flitzen, weil ich noch was vergessen hatte. Beziehungsweise zwischenzeitlich schon mit etwas gearbeitet hatte, was wir noch brauchen. Und da fangen wir an mit unserer Grundkarte. Farbkarton der extra starke in Flüsterweiß. Die Grundmaße kennt ihr. 11,5 Inch mal 4,1 Inch, gefaltet bei 5,3 Viertel. Die Zentimetermaße blende ich euch wie immer ein. Und dann habe ich hier ein Stück Designerpapier. Ich habe hier mal so mein kleines Musterpaket. Und zwar ist das, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Gartenimpression. Das ist ja so auf 6x6 Inch. Mehrere schöne bunte Designs. Und das ist jetzt, was ich mir ausgesucht habe, auf Wassermelone basierend. Und das war auf Kalypso basierend. Das habe ich mir zugeschnitten auf 5,5 Inch mal 3,7/8 Inch, 14x10 cm. Und das klebe ich mir gleich einmal auf. Dann fliegt das hier nicht mehr so rum. Einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. So, schön mittig aufkleben. Und dann habe ich mir die Etiketten schon einmal, das sieht man hier, auch als Hintergrund genommen. Und da nehme ich jetzt einfach passend zu der Grundfarbe Wassermelone und stanze mir mit der Stanze diese Etiketten 6-mal aus. Und damit die nicht ganz so langweilig sind, man könnte die jetzt bestempeln, aber ich habe sie einmal mit der Tiefenprägeform Struktureffekt geprägt und da lege ich sie mir jetzt einfach hier einmal rein. Das können wir alles in einem Rutsch durchprägen. Ich brauche ein bisschen Platz für die Big Shot. So, und die bauen wir jetzt um. Wir brauchen die Grundplatte. Die Auflegeplatte legen wir beiseite, weil wir ja prägen. Nehmen uns die Tiefenprägeform Struktureffekt, legen die auf und legen noch eine Acrylplatte darüber. Und das ziehen wir jetzt einmal durch die Big Shot. Wenn ihr den Struktureffekt noch ein bisschen stärker haben möchtet, macht das Papier auch ruhig ein bisschen feucht. Aber mir reicht das so völlig aus. Und dann kleben wir uns einmal diese 6 Teilchen. So, gucken, dass die Struktur auch wirklich dann in die gleiche Richtung läuft. Hiermit auf. Ich lege mir die immer einmal erst hin, damit ich so die Abstände ein bisschen einschätzen kann. So. So sieht das schon ganz gut aus und fange dann mit den mittleren an. Mit Flüssigkleber aufkleben, dann könnt ihr noch ein bisschen ruckeln. Es reicht auch, wenn ihr den Kleber nur mittig von dem Etikett anbringt. Das kann noch ein bisschen weiter runter. Dann könnt ihr nämlich noch ein bisschen schieben, ohne dass euch was daneben läuft.
So. Ihr müsst da jetzt kein Lineal anlegen. Es ist immer auch noch selbst gemacht. Aber es sollte natürlich schon irgendwie so ein bisschen zumindest ausgerichtet sein. So. Damit habt ihr jetzt diese wilde Struktur vom Hintergrund auch ein bisschen unterbrochen. Habt wieder ein bisschen Ruhe auf der Karte, trotz der Elemente, die ihr drauf gesetzt habt. So. Bei der Karte habe ich sehr Ton in Ton gearbeitet, aber erstens gibt es diese farbenfrohen Deckchen nicht in Wassermelone und zweitens finde ich so einen Wow-Effekt durch das Jade auch richtig super dabei. Und deswegen war das meine Musterkarte, um zu gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte, weil diese wollte ich mir nämlich jetzt dann fürs Video aufheben. Und das Deckchen, das klebe ich mir einmal auf. Ein paar kleine Kleckse hier immer auf die breitesten Stellen. Ein bisschen in die Mitte, da wird es eh überdeckt. Dann könnt ihr euch schön an so einer Mitte zwischen vier dieser Etiketten orientieren und das einmal aufkleben. So, und wie wir jetzt weitermachen, weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mir hier schon mal so zwei Kreise ausgestanzt mit den Framelit Stickmuster. Einmal aus Jade und einmal aus Wassermelone, weil ich noch nicht weiß, möchte ich in Jade weiterarbeiten oder möchte ich in Wassermelone weiterarbeiten. Das werde ich gleich sehen. Dann habe ich hier noch ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß und stempel mir jetzt, jetzt habe ich das Stempelset gesucht, einmal dieses Motiv. Ihr werdet es gleich sehen. Auf. Jetzt müsste ich mich fast ein bisschen entscheiden. Ich denke, ich werde es in Wassermelone stempeln. Oder? Ich habe es mir nämlich hier schon einmal vorbereitet. Oder? Da. Ich glaube, ich bleibe in dem. Ja, ich bleibe in Jade und werde das Ganze in Wassermelone stempeln. Und zwar brauche ich das zweimal. Einmal, zweimal. Weil nämlich dieses Blumenmotiv über das Etikett rüber geht. Und wenn wir jetzt das Etikett ausstanzen, zerstanzen wir das Blumenmotiv. Das soll ja eigentlich nicht sein oder das möchte ich ja nicht haben. Deswegen stanze ich mir das einmal aus. Ja, ich glaube, das ist so schön. Und das koloriere ich mir jetzt einmal und dann nehme ich mir jetzt, welche habe ich denn hier? Calypso und Blütenrosa, Hellblütenrosa. Da könnt ihr mal ein bisschen gucken, was ihr so habt. Was ist das hier? Hier habe ich noch Flamingo. Haben wir hier Fleur de Flamingo. Ich glaube, das ist ganz schön. Ist ja nicht viel Fläche, also ihr könntet das auch mit den White Markern kolorieren. Also ich habe jetzt hier dunkelblütenrosa. Und das ist Hellflamingo-Rot. Mal gucken, wie das so wirkt zusammen. Ja, knallt ein bisschen, ne? So. Und dann habe ich jetzt hier noch Minzmakrone, um den Blättern nochmal ein bisschen Farbe zu geben. Viel Farbe ist es ja nicht. Ist ja nicht wirklich viel zu sehen. So, und das Ganze schneide ich mir jetzt einmal aus, und zwar nur dieses Blütenmotiv. Und damit ich das gut positioniert kriege gleich, orientiere ich mich ja an dem Schild und schneide das Schild auch mit aus, dieses Danke. So, das habe ich mir jetzt einmal ausgeschnitten.
Hier habe ich es nochmal in so einem Jade mit Flamingo und hier habe ich es auch nochmal ein bisschen knalliger koloriert. Das Danke, seht ihr, habe ich nicht wirklich gut ausgeschnitten. Das ist auch nicht so schlimm, weil den Spruch ersetze ich nämlich gleich durch ein simples Glückwunsch, weil Glückwunsch einfach häufiger passt und einfach ein bisschen stimmiger ist. Das ist auch ein Trick, den ich euch damit zeige. So, ja, wir fangen jetzt, machen hier aber erstmal weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier noch dieses Band, das kommt ja im Doppelpack zum Produktpaket Teestunde. Ob ich da jetzt einfach ich bin mir ja immer noch nicht schlüssig, was ich denn gerne hätte, ne? Nee. Wir bleiben bei Jade und wir nehmen dieses Band als Akzent dazwischen. Genau, so. Und da mache ich mir mit dem Snail jetzt einfach ein bisschen Klebemittel da in die Mitte. Und leg mir das Band hier einmal so rüber, dann hier drüben eine Schlaufe, dann wieder zurück. Hier in der Mitte ist es ja schön fixiert. Und dann nochmal auf der linken Seite eine Schlaufe. Und hier schneide ich es mir ab. So, jetzt gucken wir noch einmal, ob es zu groß geworden ist. Ein bisschen zu ausladend. Kann man ja nochmal so ein bisschen korrigierend eingreifen. So. Hier wieder zurück. Und jetzt kleben wir das Etikett auf. Mit der Menschnetz. Wieder ein zu viel erwischt. Also drei reichen eigentlich, aber mit einem will ich halt das Band auch noch mal fixieren. So mittig aufsetzen. Wunderbar. Jetzt kommt unser Etikett. So. Und das machen wir uns ja jetzt auch noch mal ein bisschen fluffig mit unserem Motiv. Und das klebe ich mir jetzt mit Glubatz auf. Orientiere mich hier an diesem Danke, dann kriege ich es am besten positioniert, dass es wirklich schön übereinander ist. So. Und dann seht ihr ja, habe ich hier den Spruch gewechselt und da steht plötzlich ein Glückwunsch. Und hier steht ja ein Danke. Da ich Glückwunschkarten häufiger brauche, habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar das Set Bannerweise Grüße, ist ja auch so ein Basic-Set, da gibt es einen Glückwunsch drin. Nee, Geburtstagskind nicht. Wo habe ich denn den Glückwunsch? Hier. Und dann habe ich hier so einen ganz schmalen weißen Streifen, Flüsterweiß. Das sind 0,6 mm in der Breite, also in der Höhe. Wir brauchen ja wirklich einen schmalen Streifen. Und dann setze ich mir das Glückwunsch da auf, guck, dass das auch wirklich, ja, passt gut. Ich werde nur probehalber auch noch mal mit Jade stempeln. Habe ich das jetzt gut sauber gekriegt hier? Nur mal so zum Spaß. Zu gucken, wie es wirkt. Nochmal in Jade. So, und dann habe ich hier nämlich einen Streifen, der ist 1-2 mm breiter in der jeweiligen Stempelfarbe, also entweder in Wassermelone oder in Jade. Klebe mir das da drauf und habe dadurch dann natürlich so einen schönen kleinen Rand drumherum. Oder aber Jade.
Da könnt ihr jetzt wirklich so ein bisschen spielen, ne? Aber so bekommt man dann aus einem Danke dann auch einen Glückwunsch hin. Einfach ein bisschen abändern. Wir sind ja alle kreativ. So, und jetzt gucken wir, finally, ob wir das so da drauf setzen. Nee. So. Der erste Gedanke ist doch der richtige. So, und jetzt machen wir aus dem Danke einen Glückwunsch. Wichtig ist halt, dass man in wirklich etwa gleich großen Spruch erwischt, ne? Das ist nicht immer ganz einfach zu finden. So, und jetzt kommen wir noch ein bisschen Jade-Akzente. Also hier habe ich die facettierten Glitzersteine genommen. Das ist ja Grapefruit. Passt da ganz gut dazu. Und hier habe ich diese Lackakzente mit Glitzereffekt. Die machen auch nochmal schön Bäm. So, da passt ja Jade wunderbar dazu. Da setze ich mir jetzt einfach nur zwei hier unten auf. Das reicht dann auch schon. Am Bling Bling. Fertig ist die Karte. Meine Idee für heute bleibt mir nur noch, euch viel Spaß beim Nachbasteln zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt kreativ und ich sage, tschüss aus Hamburg. Tschüss.